Guten Morgen, Ranger. Erstmal alles einstellen. Guten Morgen, Ranger. Das steht. Das müssen wir muten. Dauert einen Moment, bis alles eingerichtet ist. Twitch. So. Machen wir ein New Game, holen uns ein Käffchen und dann geht's auch schon los, ne?
Sodle. Wir spielen heute Norman's Great Illusions. Bang, neu. Day one. Fail at work minigame. Also ich habe eine Lösung zum Spiel. Insofern sollten wir das in 1, 2, 3 Stunden abgearbeitet haben. The buds are blooming, spring has sprung, such a happy time, but you're all serious again. We have to get Reba, bla bla bla. Also wir sind auf dem Weg zur Arbeit. Er muss jetzt fertig machen. Viel zu erkunden gibt's nicht. Trophy for failing. For the failing the car mini game. Okay, Fail at Work Minigame. Fail at Work Minigame. Do not try to fail at Car Minigame. Fail at work minigame. Everything is falling. Yay, achievement of the day. Yeah. Everything is falling out of your hands, and there are no more mistakes in your calculation than usual. The daily goal of the factory hasn't been reached because of you. Okay. Do not try to fail car minigame. Nochmal ein Achievement, was ist denn jetzt? Very expensive lesson, you got a penalty. Nein, Hilfe! Oh Gott, unsere Kohle rutscht runter. Na gut, dann machen wir erstmal ein Niggerchen. Ne, wahrscheinlich müssen wir erst mit der Ollen reden. Am besten machen wir das nackig. Nackt am Essenstisch mit den Kindern, sieht immer gut aus. Entschuldigung. Thank you.
Also machen wir ein Nickerchen. Nee, er lässt uns noch nicht. Siehst du, deswegen konnte ich ja nicht an den Tisch gehen, weil wir nackig waren. Ich bin das immer so gewohnt. Ich bin gern nackt am Essenstisch. Jetzt machen wir uns nackig. D32. Wie save ich denn? Backup your save. Das ist die Frage, wie... Wie back ich denn ab mein Safe? Back. Da kann ich doch gar kein Safe Backup machen. Wie mache ich denn ein Backup vom Safe? So nicht. Wie mache ich denn ein Backup vom Safe? Wie mache ich denn ein Backup vom Safe? Backup your Safe. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wie mache ich denn ein Backup vom Safe?
Guten Morgen, Schweini. Oh Mann, heute ist für Schnaller der Tag. Lal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 . Ich gucke also im falschen Channel. Da bin ich ja. Da ist er. Der Papa ist da. So, machen wir erstmal weiter, bevor ich an die nächste Tanne Kaffee gehe. Continue. D32. Jetzt machen wir wieder Fail at Work. Achtung, General auf Brücke. Da ist er. Gestern krasse Entscheidung. Dr. Disrespect live und Folger live. Da haben sich natürlich die Masse gesplittet. Wegen der Destiny meinst du ja, die ist schon. Wenn es gebratenen Speck gibt, da ist sie ziemlich heiß, die Sandy. Da brennt ihr das Ärschchen. Oh Baby, es gibt Reis. Fail at work. Das Spiel nennt sich Norman's Great Illusion. Ich such mal einen Link dazu raus, gute Idee. Great Illusion. In Norman's Great Illusion musst du angesichts der zunehmenden sozialen Spannungen ein Jahr lang als Ingenieur im Werk arbeiten. Du musst schwierige Entscheidungen treffen, aber bedenke, du wirst jede Entscheidung bezahlen müssen. Link zum Spiel ist hier. Kleines Geld günstig zu erwerben, sollte eigentlich schon relativ flink durchgespielt sein. Und da sind auch Mathe-Rätsel, die tun wir aber im Moment erstmal skippen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich spiele also mit Walkthrough. Achievements. 11. Thank you.
So. Oh, okay. Gut, dass du sagst. Kein Moment, ich mach's so leise. Immer sagen direkt, warte. Spiel's lauter, warte mal, dann dreh ich mal hier in die Settings. Nee, Musik brauchen wir schon. Warte mal, dann mach's mal hier leise. Oder mein Mic ist zu leise. Es kann sein, dass ich nicht richtig am Mic war. Ist jetzt besser? Oder ist immer noch zu laut? Ich mach trotzdem mal das Spiel ein bisschen leise. So, jetzt müsste es eigentlich in einem besseren Verhältnis stehen. So, Fail at Work Minigame. Das müssen wir nachher einstellen. Ja, ich hatte es mega nicht richtig vom Schnabel. Everything is failing out. So, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Schon wieder eine Strafe. Red mit unserer lieben Frau Gemahlin. Da ist er, der Adjutant des Generals. Erster Offizier auf Brücke, kann man schon sagen. So, dann runde mit den Klamotten, ne? Und dann wird erstmal gehobelt, bis die Späne fallen. Zack, was geht ab? Ab in die Klamotten. Mit unserer Frau Gemahlin geredet. Aber, ich will ja nicht so viel spoilern von der durchaus tiefgründigen Story. Wir sind jetzt in D, das sehe ich hier gar nicht, okay. Wir müssen aber, glaube ich, noch einmal fehlen. Das müsste jetzt Tag 62 sein, habe ich echt nicht aufgepasst. Gibt ja auch so viel zu tun in dem Spiel. Also, nicht den Auto schrotten. So, hier tun wir wieder durchfallen. Jetzt fahren wir wieder nach Hause. Your kind is not welcomed here. You were fired. Sehr schön.
findest du, ist doch hochauflösende Grafik. Ja, aber so vom Inhalt her, ne, Textspiel und so weiter. D93. Ja, ich finde auch eher vorm PC, ne? Ja, der Mann hat ja auch viel gearbeitet, ne? D93. Backup your save. Choose ending. Join a clandestine Marxist study circle. Das könnte das Handy sein, ne? Die schläft auch den ganzen Tag. Mittags, wenn sie heimkommt. Tagsüber im Büro. Beziehungsweise sie nennt es ja immer Buchhaltung, wenn sie runter geht, ne? Join a clandestine Marxist study. Unser kleines Ferkelchen. Guck mal, wie lang sie heute wieder Hayam Papaya macht, ne? War ja auch gestern lang wach. Hab ihr frisches Stroh reingelegt und ein paar Äpfelchen. Da ist natürlich eingeschlafen, unser kleines Ferkelchen. Join a clandestine Marxist study circle. Das muss man machen. Ending 1. Bam, bam, bam. Und direkt ein 100er geschnappt. You and your family had to leave home and move to safe house. Also man hat bis zu 7 verschiedene Enden. Und noch eins. Alter, was denn jetzt? Undergrounder. You become a member of an underground organization. Zack, zack, zack. Wie hieß das andere? It's the end. You have completed the game. Terror is always a bad idea. Der ist aber nicht aufgepoppt. Ah, da. Okay. Also auf ein neues. Dasselbe jetzt nochmal. Und zwar müssen wir dann wieder im Minigame für die Arbeit fehlen. Und diesmal holen wir uns dann Rache gegen den Fabrikbesitzer. Das kann man normalerweise abkürzen, indem man ein Backup macht. Aber da die Xbox diese Möglichkeit nicht gibt, das Spiel ein Backup zu machen, müssen wir es halt nochmal spielen. Aber ich kann jetzt mal spaßeshalber direkt versuchen, das Auto zu crashen. Dann haben wir es hinter uns. Wir tun hier wieder fehlen. Wie tun wir denn das Auto kaputt machen? Tun wir denn das Auto kaputt machen? Hm.
Da haben wir es. Real pedestrian. You broke your car. Die Frage ist, ob ich dann überhaupt noch durchkomme, wenn ich jetzt jedes Mal auf der Arbeit... Kann sein, dass ich nochmal neu anfangen muss dann. Okay. Gegessen haben wir, mit der Frau geredet haben wir, wir ziehen uns aus, zack, und legen uns in die Haya Papaya. D32. Ein neuer Tag beginnt, auf der Suche nach dem Sinn. Frühstücken mit unserer lieben Frau Gemahlin. Und versuchen diesmal das Auto nicht zu schrotten, tun aber dann wieder auf der Arbeit quasi versagen, damit er uns feuert. Das war das Autospiel. You looked at the clock. It was time to take a break and rest a little. Das könnte Destiny sein, oder? Ach, schon wieder 11 Uhr auf die Uhr geguckt, Schläfchen gemacht. Oh shit. Egal, wir holen uns erstmal das zweite Ende. Okay, ich hoffe, das geht so. Wenn wir gleich sehen, wird sich umgezogen. Haya Papaya. Und dann sind wir im Tag 62, glaube ich. Ja, angezogen, mit der lieben Frau Gemahlin geredet. Dasselbe in grün, auf zur Arbeit. Das Auto nicht schrotten und auf der Arbeit wieder... Oh ne, wir können hier schon speichern, wie geil. Get revenge on the factory owner. Zack. Terror is always a bad idea. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken, wie er das in dem Video gemacht hat. Stimmt so? Merry Christmas. Ton drin, okay. Dann
fährt er zur Arbeit nach Weihnachten? Das muss ich jetzt gerade mal gucken, wie es da weitergeht. Nicht, dass ich. Alles klar, Fälle, viel Spaß. Bis später, mein Lieber. Muss nach Real. Später mal nach Real fahren. Geilo, macht die Sendung bestimmt auch Freitag, ne? Muss ich aber gerade mal gucken. Grounded. Rover, I don't think it does, but definitely if you reload and save your game properly, you'll be able to carry on playing as the skeleton dude for ages. So Kino, big shout out to him, go and check out his channel. He's got no content on it, but I'm hoping he will do a video and he'll do some content. But he shared this with me last night. Basically, you've got to get your good height. It's because when you do that, it actually gives you a buff. That's what the oak armor does. It maximizes your health. So when it does do that, the idea being that when you now take off your headpiece and you jump one more time, you shouldn't die because the game's kind of glitched out. It does take a few practices, and if it isn't working, you die. Obviously, make sure you've got a lean-to nearby so you can just save and repeat. But I finally got it to work a few seconds later, so I took the headpiece off that way, and it seemed to work. So it's a bit glitchy, as I said. So jump off, get your health down super low to only like one or two hits left. Jump off again with the armor piece equipped, and then take the armor piece off and jump one more time to test that you in fact can't take any damage. Then you've just got to save and your game. So a few things with this. You press escape, obviously, or you press the doesn't work one more time. Explain where it goes wrong. So I've chose character max, and you can see the skeleton actually drop off my character. So obviously it didn't work. So you can try it again. Reload from that last point where you had got the infinite health, and it should be okay. Da ist er. Da ist er. Achtung. Nichts mehr sagen, da ist er. Das, da hat er Weihnachten gemacht. Da hat er Weihnachten gemacht, dann spielt er weiter. Spielt er weiter? It's the end, 34, 46. Was hat er denn da für, eine, für ein Ende genommen? Savings, er labert mit ihr, das ist nach Weihnachten. Ich gucke gerade das Video, ich muss jetzt gerade mal gucken, in welche Richtung wir weiterspielen. Er labert mit ihr, legt sich pennen. D338 ist er da, das ist ja dann fast schon...
D338. Go to front as enlisted soldier. Nee, er hat, hat das untere gewählt, ne? So, mal gucken. Wie geht's dir denn, liebe Sandra? Na, hast du fein ausgeschlafen? Okay, also, so wie ich, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt machen wir erstmal gleich das neue Spiel. Wenn der Papa sich einen Kaffee geholt hat, die Sandy ist da. Ihr wisst, wie knatschig sie immer ist, wenn sie keinen Kaffee hat, ne, die Kleine. Gleich wieder da, Kaffeepause. So, hallo, liebe Destiny, da ist sie, ist doch noch gar nicht da, die sind verdeckt, in geheime Mission ist sie noch unterwegs, Schweini. Okay, new game, and there will be no more backing up. Jetzt, wir haben noch übrig, 4 Achievements. Vier Achievements. Wir versuchen im Minigame nicht zu fehlen. Ich muss aber echt die Brille aufsetzen, sonst sehe ich das nicht. Und müssen ein bisschen rechnen. Haben wir denn aber 4 übrig? Wir haben das 3 endings. You've earned a promotion. Ah, 3 endings, Weihnachten und you got a reward. Got a reward. Das You got a reward haben wir nicht gekriegt. Terror. Need to start. Das haben wir doch schon gekriegt, oder?
Da. Ah, den haben wir da schon gemacht. Das haben wir da schon gemacht. Okay, also Klamotten. Always do your best at work. Und das ohne Brille. Weil die so schmierig ist, lol. Okay, jetzt erstmal im Autospiel nicht failen. Mal 6 minus 9. Hau, Schweini, geil. Dankeschön, warte, ich muss gerade meinen Hype raushauen. Schweini-Hype, Dankeschön, mein Lieber. Fünf plus neun. 8 minus 3, 5 mal 18, 40. 4 mal 7 sind 28. 9 durch 9 sind 1. 3 mal 3 sind 9, 9 mal 4 sind 36. 2 plus 3 sind 5. 9 mal 4, 36 minus 8, 28. Hallo, danke Schweinchen. Speeding. Wieso haben wir ein Ticket für Speeding gekriegt? Wir sind doch gar nicht so schnell gefahren. Okay. Always do your best at work. Schläfchen. Nein, es wird sich nicht nackig an den Tisch gesetzt. Und da hoch. Ralle, wie kann ich das ändern, dass Trovo nicht mein PW speichert von PayPal? Oder wie kann ich das löschen? Kann ich dir nicht sagen.
Ich habe das aber auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich mich jedes Mal wieder morgens neu anmelden muss bei Trovo. Guck doch mal über Handy oder über Browser. Guck doch mal, ob es vielleicht irgendwas blöd gespeichert hat. In deinen Passwörtern. Das ist ja echt doof. Jedes Mal noch angeben ist natürlich nervig. Weil gerade muss ich mich nicht neu einloggen. Ja, schau mal im Browser, was. Vielleicht ist irgendwas im Browser blöd gespeichert. Lösch dann einfach mal die Passwörter oder das Passwort betreff. Aber PayPal fragt er ja eigentlich gar nicht Browser-Upvote out, sondern geht über die, wenn du die Auto-Authentifizierung hast, direkt auf die PayPal-Seite, oder? Aber es ist zumindest mal ein Gedanke. Sind 36 minus 9 sind 27. 2 mal 2 sind 4, mal 3 sind 12. 3 mal 3 sind 9, 9 mal 4 sind 36. 8 durch 2 sind 4, 7 minus 4 sind 3. 2 mal 2 sind 4 mal 2 sind 8. 7 plus 9 sind 16 durch 4 sind 4. 9 minus 4 sind 5 mal 5 sind 25. 8 durch 2 sind 4 mal 4 sind 16. 6 mal 6 sind 36, 36 minus 9 sind 25. Was? 12 minus 9 sind 3. 3 mal 3 mal 2. 3 mal 3 sind 9 mal 2 sind 18. 3 mal 6 sind 18 minus 4 sind 14. Oh, Bonus! You got a reward. Brom, brom. Ab in den Glitzer AMG. Fenster runter, Ellenbogen raus. Atemlos durch Essen. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. So, Habi Habi gemacht mit der Frau. Nackig machen. Und ab in die Haya-Papaya. Ein neuer Tag beginnt. Angezogen. D62. Mit der Frau gefrühstückt. Blablabla. Zurück zur Arbeit fahren. Musik.
4x3 sind 12. 5x5 sind 25. 5. 2x2 sind 4x2 sind 8. 9 plus 7 16 plus 4 sind 20. 3x9 sind 27. Da ist sie! Da ist sie! Mein allerliebstes Ferkelchen. Guck mal, hallo Sandy Candy. Wie geht's dir denn, mein Schatz? Hallo, Coco, guck mal, das Schweinchen ist da. Hallo, Ferkelchen. Na du? Yippie! Meine liebe Sandy ist da, geilo. Na du, kleine Schlinge. Musste das über Elixir kaufen gehen und da hat er meinen PayPal-Daten gespeichert. Hab jetzt Zahlungsart gelöscht. Okay, dann gucken wir, ob es dann raus ist. Warum sagst du denn, was ist hier los? Was ist mit dem Ferkelchen schon wieder? Was macht ihr da für dumm Zeug? Achtung jetzt! Keine persönlichen Daten mehr im Channel preisgeben. Sandy ist da. Die Travados sind dran an der Sache. Vorsicht. Achtung. Was? 7 minus 8 durch 2. 7 minus 8 durch 2. 7 minus 4 sind 3. 3 mal 3 sind 9, mal 4 sind 36. 4 mal 8 durch 2 sind 16. 9 minus 2 sind 7, mal 3 sind 21. 9 minus 5 sind 4, plus 7 sind 11. 9 mal 8 durch 6. Was? Was? 9 mal 8 durch 6 sind 72 durch 6 sind 12. 12. Bonus ist immer gut. So, ab in eine Glitzer-AMG und nach Hause. Geil, guck mal, wie in der Sonne glänzt unser Glitzer-AMG. Geil, ne? So, dann reden wir mit der Mama am Tisch. Ziehen uns aus und legen uns in die Haie, ne? Und dann kommt die Sandy dazu und dann machen wir laute kleine Schweinchen. Jetzt sind wir in Tag paar 90 war das, glaube ich. 93. Ziehen uns wieder an. Und fahren wieder auf die Arbeit, wie der Henriksson. Hallo Henriksson!
Ahu! Los geht's! Neun minus sechs sind drei, durch drei sind eins. 8 minus 3 sind 5, mal 4 sind 40. 7 plus 8 sind 15, plus 4 sind 9, 10. 1 plus 1 sind 2, 2 durch 1 sind 2. 7 plus 8 sind 15, 15 mal 2 sind... Nein, scheiße! 4, 4 mal 7 sind 28. Oh Mann, auch noch verdrückt, ey. Oh, geilo, danke, Schweini. Hat's geklappt jetzt? Help try to disable the employees from striking. Zwei mal zwei sind vier. Vier mal 18, 32 durch 2 sind... 16. Ich sehe das aber auch schlecht. 2 mal 2 sind 4 mal 3 sind 12. 2 mal 2 sind 4. 4 plus 2 sind 6. 9 minus 2 sind 7 mal 3 sind 21. Was? 9 minus 9 sind 0. Habe ich denn als Speeding abgezogen? Gibt's doch gar nicht. War doch gar nicht zu schnell. Was soll das denn? Also wieder ausgezogen. Moin, Superknall. Ausgezogen. D123. Oh Gott, ob wir noch durchhalten? Ich weiß nicht, warum das mit dem Speeding so abgezogen wird. Oh nein, oh nein! Drei mal sechs sind 18, minus 4 sind 14. 2 plus 3 sind 5. 9 mal 8 sind 72 durch 6, das war doch eben schon 12. 7 plus 4 sind... Ich sehe den roten Klecks aber auch so schlecht, ey. 4 mal 4 sind 16. 1 mal 1 sind 1, durch 1 sind 0.
4 sind 36. 8 mal 9 sind 72. 72 durch. Ist das alles? Das ist nicht. 13. Nein, 8 plus 4 sind 13 minus. Ne, 8 plus 4 sind 12. 12 minus 9 sind 3. Hilfe, Hilfe! Was war denn das jetzt? 2 plus 9 mal 3. 9 mal 3 sind 27, 29. Jetzt bin ich völlig raus. 9 minus 6, 3 durch 3 sind 1. 1 durch 3 sind 4. 4 mal 7 sind 28. Und wir den Ticket für... Ach Mann! Da bin ich ja abgebrannt, bevor es Weihnachten wird. So, wieder runter. Haya Papaya gemacht. Wieder dieses blöde Autospiel. Mann. Ich verstehe nicht, warum ich als das Speeding-Ticket kriege. Nein, 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 nein! Shit! Seit wann sind 72, 13? Ja, tatsächlich. Habe ich 13 gesagt? Kein Wunder, dass ich dann rote Dinger gekriegt habe. 7 mal 3 sind 21. 9 plus 7. 20, 2 plus 3 sind 5, 8 minus 4, 4 sind 13. Ah, deswegen. Deswegen geht's nicht. Jetzt habe ich geschnallt, weil er nicht richtig Stellen angenommen hat. Ich habe es gerade eben unten gesehen. 22, ne? 9 minus 4 sind 5, 5 mal 5 sind 25. Jetzt habe ich es geschnallt. Der hat es, deswegen kriege ich als die roten Punkte. Der hat es nicht angenommen. Dreimal 3 sind 9, 9 mal 4 sind 36. 3 plus 3 sind 6, mal 3 sind 18. 5 plus 9 sind 14, plus 3 sind 7. 10. 2 mal 2 sind 4. 3 mal 6 sind 18, plus 4 sind 22. 7 plus 8, 15 mal 2 sind 30. Es hat es wieder nicht angenommen, sonst hätte es ja nicht rot. Mann! Hey, no thank, I'm dead. Das ist doch der Brody vom Brody. Geilo, Doppelbrody. Morgen.
So, ab in eine Glitzer-AMG. Du hast eine Frage, bitte, Superknall. Moin, Brudi. Was denn für eine Frage? Wie man so geschmeidige Haut wie ich hat. Viel Nivea-Creme, Sonnenlicht meiden und dann wirst auch du eines Tages, wenn du volljährig bist, mit einer solch sanften und zarten Haut gesegnet sein, wie ich es bin. Kein Thema. Gerne, Superknall. Wenn was ist, einmal fragen. Du darfst ja noch gar nicht streamen, oder? Dir ist schon klar, dass man ein gewisses Alter haben muss, um auf einer Plattform zu streamen, Superknall. Wenn ich mich recht erinnere und du dein Alter gestern gesagt hast. Du musst ein Mindestalter haben, ne? Hast du das mit deinen Eltern geklärt? Also auch wenn du hier Geld verdienen willst, das musst du, da brauchst du eine Einverständniserklärung von den Eltern. Oder verwechsel ich dich jetzt vom Datum, vom Geburtsjahr her? Ja, du darfst hier noch nicht streamen. Super Knall. Das nur als freundliche Erinnerung, weil dein Account wird gelöscht, wenn sie dich erwischen, dass du streamst und Geld verdienst. Also streamen ja, aber ich denke mal, weil du ja gestern wegen Geld verdienen gefragt hast, sobald du den Subscriber-Button haben willst und so weiter und du den dann beantragst und kriegst, dann fliegst du raus. Ich hab dir es gesagt. Du kannst den OBS einfach auf Live, auf Start drücken, musst vorher alles einstellen, auf welche Plattform du streamen willst und dann drückst du Start. Und kannst streamen. Aber sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. Ich habe nämlich gerade gestern gelesen, dass da etliche Accounts gelöscht wurden. Okay, dann ist was anderes. Weil der deutsche Jugendschutz ist da extremstens hinterher. Also aufpassen, ne? Nicht, dass du deinen Account los bist, mein Lieber. Genau, in OBS einstellen, gibt es auch feine Tutorials auf YouTube, wählst halt die Quelle aus, deine Capture Card oder je nachdem, was du dran hast und dann wählst das Ziel aus, die Plattform, wo du hinstreamen willst und zack, läuft's. Brauchst allerdings eine Capture Card, musst dir dein Eingangssignal sehen. Wenn du dein Eingangssignal in OBS nicht siehst, dann musst du dich erstmal darum kümmern, wie du das Eingangssignal auf deinen PC kriegst. Oder du streamst direkt von der Xbox runter mit der Twitch ab. Das kannst du auch machen. So, jetzt reden wir hier mit der Mama. Was steht denn in den AGBs für die Plattform? Hast du das mal durchgelesen? Müsste ich jetzt den Stream unterbrechen und mir die AGBs durchlesen? Aber ich weiß, dass es ein Mindestalter gibt. Aber vielleicht kann der eine der Anwesenden das mal helfen. Eigentlich oben rechts, wenn du auf dein Bildchen klickst, unter FAQ, Frequently Asked Questions. Da solltest du finden, also wenn ich mich richtig erinnere, musst du mindestens 16 sein. 14 oder 16, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch gar nicht, also es gilt deutsches Recht. Du darfst nicht vergessen, die Seite ist nicht in Deutschland platziert. Aber du musst immer davon ausgehen, dass deutsche Rechtsprechung dient. Also mit 13 wage ich sehr stark zu bezweifeln, dass du schon streamen darfst. Und nur weil's die anderen machen, Superknall, heißt es ja nicht, dass du es machen darfst, weißt du?
Kaffee wollte ich holen, jetzt weiß ich. Lol. Die Twitch-Dienste stehen Personen unter 13 Jahren nicht zur Verfügung. Wenn dein Alter zwischen 13 und dem Alter der Volljährigkeit im Rechtsgebiet deines Wohnsitzes beträgt, kannst du die Twitch-Dienste nur unter Aufsicht eines Elternteils oder gesetzlichen Vormunds nutzen. Ja, dann geh davon aus, Superknall, dass deine Eltern dir ein Einverständnis gegeben haben. Sonst kriegen deine Eltern nämlich auf den Sack, wenn irgendwas ist. Nicht du, deine Eltern haften für dich. Also klär das mal. Dankeschön, No Thanks, I'm Dead. Sehr, sehr lieb von dir. Also kümmere dich drum, dass deine Eltern dir auch ein Okay geben, bevor du damit anfängst. Das ist nicht, weil wir dir es nicht gönnen, dass du streamen willst, sondern einfach, weil wir dir ja, wir sind ja auch in Verantwortung und schützender, wie sagt man, Position. Also red mal mit deinen Eltern drüber. Sag hier, Mutti, Papi, ich habe euch was zu sagen. Ich werde jetzt YouTuber. Dann holt der Papa aus und batsch, gibt's erstmal mit der flachen Hand eine. ganz ohne Witz. Sprech mal mit deinen Eltern drüber, Superknall. Klär das erstmal ab, weil da bist du noch zu klein. Weißt du nicht, dass es Ärger gibt. Und schlag dir das gleich aus dem Kopf mit dem Geld verdienen. Weil das darfst du noch nicht. Dein Vater ist mit einverstanden, okay? Aber du siehst, was der No Thanks I'm Dead geschrieben hat. Nur unter Aufsicht eines Elternteils oder gesetzlichen Vormunds. Also es muss dann, wenn du streamst, soll der Papa oder die Mama mit dabei sein. Das hat folgenden Grund: Wenn irgendwelche Trolle, Perverslinge da reinkommen, dafür bist du halt noch relativ klein, sag ich mal. Also jung, klein im Sinne von jung. Deswegen soll eine Aufsichtsperson dabei sein, die guckt, wenn was ist, dass der Papa dann einschreiten kann, weißt du? Das ist was anderes, wenn du Channels guckst. Da muss jetzt nicht unbedingt dein Papa die ganze Zeit dabei sitzen und gucken, wo der Superknall sich rumtreibt. Da haben die Eltern sowieso weder Zeit noch Lust. Kommt Big Mac. Jetzt kommt erstmal Kaffee, gleich wieder da. Das Ganze ist natürlich dehnbar, ja, also weder ich noch andere sehen ja, ob dein Papa mit dabei hockt oder nicht, wenn du keine Kamera dran hast. Wenn sie Bescheid wissen, dann bist du ja auf der guten Seite und dann soll er sich das mal angucken, was du so treibst und ob er dann jedes Mal dabei sitzt, sieht ja keiner, wenn du weißt, was ich meine. Müssen wir jetzt erst pennen? Ja, tatsächlich. Du, das wird hier nicht viel anders sein. Aber auch da gilt dasselbe, was der No Thanks I'm Dead dir eben hingeschrieben hat. Es geht darum, dass die Eltern Bescheid wissen, dass du abgesichert bist, wenn was passiert.
9 minus 5 sind 4 plus 11. 3 minus 9 sind 27 minus 9 sind 16. Was? 18, was mache ich denn? Was mache ich denn? 9 minus 9 sind 0. 3 mal 3 sind 9, 9 plus 3 sind 12. 3 mal 6 sind 18, plus 4 sind 22. Mann, 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 Mann. 9 minus 4 sind 5, sind 25. 1 plus 1 sind 2, 2 durch 1 sind 2. 9 minus 6 sind 3. Was? Ne, 6 durch 2 sind 3, 9 minus 3 sind 6. Ey, es ist echt noch zu früh für mich zum Rechnen. 9 bis 3 sind 3, sind 5. 3 mal 3 sind 9, 9 mal 4 sind 36. 2 mal 2 sind 4, mal 3 sind 12. Was kann dann passieren? Das kann ich dir nicht sagen, da muss man die Rechtsprechung raussuchen. Schlimmstenfalls wird dein oder bestenfalls wird dein Account gelöscht und gut ist. Das kann ich dir nicht sagen, also ich würde es meinem Kind nicht erlauben, in so, das kann man aber nicht, die Zeiten ändern sich, also ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren man dem Kind erlauben sollte oder erlauben darf zu streamen. Ich denke, das unterscheidet sich auch, wie reif die Kinder sind oder wie reif eine Person ist. Weißt du, was du für ein Verhältnis hast, wie du mit anderen Menschen klarkommst und so weiter, weil streamen im Internet, das ist halt schon nicht ohne, sag ich mal. Du kommunizierst ja mit vielen Leuten. Ja, super, nicht aufgepasst. Guten Morgen, liebe Kampfmütze, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hoch die Hände. Den wünschen wir dir auch. Schön, dass du eingeschaltet hast, hier bei deinem Lieblingssender. Was steht denn hier auf der Plattform in dem... Okay. Ich kenne die AGBs hier nicht auswendig, deswegen sage ich, du hast gucken und irgendwo stehen ja mit Sicherheit im Support-Center auch eine FAQ. Und in der FAQ steht mit Sicherheit, ab wie vielen Jahren man hier streamen darf. Es gilt deutsches Recht, wie ich auch schon sagte. Behavior and intention, no sexual. So. Guidelines, terms and agreements. In addition, in failed to result, streamers community. Hot topics. Content, Community Guidelines, Content Guidelines, Copyright Instructions. Also ich kann jetzt keinen Chat lesen, jetzt muss ich ja den Support Center durchsuchen und vielleicht finde ich was, aber ich kann es ja nicht versprechen, ich suche jetzt gerade.
Im Zuge der Einführung der europäischen Datenschutzbestimmungen haben viele soziale Netzwerke, Videoplattformen und Messenger ihre Nutzungsbedingungen angepasst. Hier spielt auch das Mindestnutzungsalter eine große Rolle. Unter der Bezeichnung besonderer Schutz der Daten von Kindern ist die Datenschutzverordnung gegeben, dass Kinder bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz verdienen. Begründung bla bla bla, neue Altersregelung. Instagram mit Facebook Mindestalter 13, WhatsApp Mindestalter 16, YouTube gelten die AGB, an der die Nutzerinnen mindestens 16 Jahre alt sein müssen für YouTube, Snapchat 13 bis 16, TikTok 13, Facebook 13, Twitter 13. Altersregelungen sind nicht einheitlich. Da gebe ich dir den Tipp, dass du dich mit deinem Papa einfach mal hinsetzt und das durchguckst und einfach mal mit deinem Papa fragst. Das würde ich an deiner Stelle machen. Guten Morgen, Killer. Nachti. Also einfach mal mit dem Papa dran setzen, fragen, dass er das zusammen mal durcharbeitet und dann bist du auf der sicheren Seite. Das ist der Tipp, den ich dir jetzt geben kann. Ich will dir jetzt keine falschen Auskünfte geben, weil ich sehe es nicht. Und dann guck dir, was auf Trovo gilt und so weiter. Ansonsten, wenn du es eh schon auf YouTube machst, dann mach's, wenn dir das egal ist. Aber nicht, dass du jemanden in Schwierigkeiten bringst. Inwieweit das greift oder wann es Schwierigkeiten gibt, in welcher Art und Weise oder Form, das kann ich dir leider nicht sagen, Superknall. Also wenn du sicher sein willst, dann rede mit deinen Eltern oder deinem Papa drüber und dann setzt ihr euch zusammen hin und geht es mal durch. Dann bist du auf der sicheren Seite. So würd ich es machen. YouTube ab 16 ist, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber wie gesagt, da gibt es europäische Rechte. 2 plus 9 sind 11. 11 mal 3 sind 33. Was? 2 mal 2 sind 4. Ich muss mich mal konzentrieren jetzt. 93 sind 3. 3 mal 7 sind 21. 2 mal 2 sind 4 mal 2 sind 8. 2 mal 2 sind 4 mal 3 sind. Ach, vertippt! Scheißdreck, ey! Mann! Ah! Genau. 9 mal 4 sind 36, minus 18, 28. Genau, so würde ich es auch machen. Neun plus sieben sind 16, durch zwei sind 8. 7 minus 4 sind 3. 7 mal 3 sind 21. Okay, dann gucke ich, was kommt. Genau. Was war das jetzt? 9 mal 8 sind 72 durch 6, 12. 9 minus 9 sind 1, mal 3 sind 3 mal 1 sind 3. Ach Mann, was habe ich denn jetzt? Was war das jetzt? Ich muss mich mal echt mal konzentrieren jetzt. Das gibt's ja gar nicht. 9 mal 4 sind 36, minus 9 sind 27. Jetzt habe ich das alles versaut, weil ich ständig rübergucke. Mann! Mann! Einfache Grundschul-Matheaufgaben. So am Mist, ey.
jetzt habe ich wieder ein Speeding-Ticket. Wir sind gleich abgebrannt. Subhype Nummer 1, W, P, Cupcake, Scared, die sind neu oder hä? Das ist ein Spiel, in dem wir einen Arbeitsablauf machen. Wo denn, Mietz? Ich sehe das gar nicht. Subhype? Die sehe ich gar nicht bei mir, Mietz. Direkt. Was machst du denn da? Vielleicht sind es welche, die du siehst und wir nicht. Also ich sehe es noch nicht. Seht ihr, was die Mieze schreibt? Ich lade mal den Channel neu. Vielleicht sind sie gerade ausgerollt worden. Lass mal gucken. Nee, die habe ich gar nicht. Direkt. Subhype Nummer 1. Ey, die hat mir doch die. Wir hatten doch die Woche, hat mir doch schon diese Zahlen drin und so weiter. Vielleicht kommen die jetzt wieder. Das kann sein. Also in dem Spiel muss man. Vorhin hatte ich doch den Link irgendwo reingemacht. Warte mal. Moment. Habe ich aber so viel Kohle verballert, so ein Schmarren. Kopieren. Enormous Great Illusion musst du angesichts der zunehmenden sozialen Spannungen ein Jahr lang als Ingenieur im Werk leben. Du musst schwierige Entscheidungen treffen, aber bedenke, du wirst jede Entscheidung bezahlen müssen. Spiel kommt raus am 19. August, also in 2 Wochen knapp. Und hier ist der Link zum Store. Das kann sein, dass sie nur bei dir erstmal sind, dass sie langsam ausgerollt werden. Das heißt, es dauert eine Zeit lang, bis die jeder drin hat. Einstellen. Wo war man? Oh Mann, ich habe so viel Geld rausgehauen jetzt. Fuck. Na, Lachs. Du altes Arschloch, du lebst ja immer noch. Wie geht's dir denn, Lachs? Hier alles frisch? Irgendwas habe ich gestern gefragt, das hast du aber wohl überlesen. Aber ich komme jetzt nicht drauf, dafür ist es zu früh, ich bin noch zu verpeilt. Nummer 1 Stände am frühen Morgen. Sender. Du Veräckel. Jetzt muss ich nur Weihnachten überlegen. Überleben. So, jetzt geht's wieder zur Arbeit. Oh, jetzt aber Rutschgefahr. Sind 16, 8 durch 2 sind 3, 3 mal 3 sind 9, 9 plus 3 sind
12. 9 minus 5 sind 4, 4 plus 7 sind 11. 2 plus 2 sind 4, 4 mal 2 sind 8. Naja, nicht bei dem Spiel. 3 mal 3 sind 9, mal 2 sind 18. 9 plus 7 sind 16, plus 4 sind 20. 2 mal 2 sind 4. 6 plus 2 sind 8, mal 2 sind... Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? 6 minus 2 sind 4, 4 mal 7 sind 28. 5 plus 9 sind 14, plus 3 sind 17. Alter, mein Kopfrechnen heute. Was ist denn da los? Normal bin ich immer gut in Mathe. Unverständlich. Jetzt bin ich immer auch gleich im Minus. Wenn jetzt die 90 für Speeding abgehen... Employee of the month, you've earned a promotion. Ja, der Zeitdruck ist schon nervig. Hab das gestern angezockt, vor dem ins Bett gehen, da habe ich mich alles verdrückt. Können ja eigentlich nur noch zwei Achievements fehlen. Christmas Party. Oh Gott, null Kohle, ich hab's geahnt. Weil wir vorhin so blöd in die Walachei reingehämmert sind mit dem Auto. Hoffentlich geht das auf. Wieso habe ich jetzt das Weihnachtsding nicht gekriegt? You attended a Christmas party. Okay, warte mal.
Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Ich muss jetzt gerade mal suchen. Merry Christmas. D307, eigentlich. Ich glaube, ich bin jetzt wegen der Kohle gescheitert, kann es sein? Ist denn die Christmas Party? Das muss ich jetzt gerade mal suchen. Irgendwas habe ich übersehen. Hallöchen, Popöchen. Das ist gerade mal suchen. Irgendwas habe ich. Wieso hat er denn die Christmas Party nicht gemacht? Ich muss mir gerade mal das Video angucken. Irgendwas habe ich übersehen. Jetzt muss ich es nochmal machen, echt? Fuck, weil ich kein Save-File hatte. Das ist aber doch schon, der Weihnachtsbaum war weg. Der Weihnachtsbaum war doch da schon weg. Das ist ja schon wieder hell. Das kann ja nicht sein. Merry Christmas. Lass mal gucken. Hi, Kara. This strip and Tosca. Lot of nerves. Ja, eigentlich hätte das aufpoppen müssen. Jetzt muss ich aber mal gucken, warum der, ob ich, was mache ich denn da falsch? Warum kriege ich denn also ein Speeding-Ticket? Ja, ist denn schon Weihnachten? Now continue until Christmas. Das hat er doch gemacht eigentlich. Continue until Christmas. Zack, zack. War was bei 31:22. Ja, eigentlich hätte er, wenn er nach Hause fährt, vorhin, wo der Weihnachtsbaum da drin war, hätte es aufpoppen müssen. Ich gucke jetzt gerade das Video an. Er fährt ganz normal, er macht seinen Job, so wie ich es auch gemacht habe.
geht pennen, geht raus, zieht sich an. Vielleicht habe ich was Falsches gewählt. Lass mal gucken, er geht da raus. Traffic Jam zum Store. Dann labert er mit denen. Ha. Er wird zurückgeschickt. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Immer noch. Weihnachten steht vor der Tür, sozusagen. Also das checke ich jetzt gerade nicht, warum er das nicht... Ah, warte mal, wir gehen mal ins Main-Menü. Start, Settings, Difficulty. Kann man sowieso nicht anwählen. Ist ja Blödsinn. Also auf ein neues. Raus zur Arbeit. Nüt, ab in den AMG und dann geht's los. Plus 3 sind 5. 9 durch 9 sind 1. 3 mal 3 sind 9, mal 2 sind 18. 2 mal 2 sind 4. 7 plus 8 sind 19. 36 minus 9. 20. 8 mal 2, 5 mal 8 sind 40. 16 durch 2 sind 8. 7 plus 7, 14. 14 plus 9 sind 23. 9 plus 5 sind 4, plus 7 sind 11. Mal 6 sind 18. 3 mal 6 sind 18, minus 4 sind 14. Schlafen. Anziehen. Und wieder fahren. Mal gucken, ob es diesmal poppt. Wenn es nicht poppt, dann spiele ich es heute Abend offline. Das finde ich ziemlich anstrengend im On-Stream. Ach Mann! Ich sag's noch, kurz rübergeguckt.
Step Aside. Eigentlich dürften diese Entscheidungen gar keinen Einfluss darauf haben. 27 minus 3 sind 24, 2 mal 3 sind 6, mal 2 sind 12, 6 minus 2 sind 4, 4 mal 7 sind 28, 20 mal 4 mal 2 sind 8, 6 mal 4 sind 24, was? 4 mal 4 sind 16. Ach, wie der Mann! Ah, 19. 14, 14 plus 19, 23. 9 mal 4 sind 36. Was zum Henker? Mann! Dass man auch hier auf der Xbox kein Backup-Save machen, das machen kann, das ist nervig. Wieder ausziehen. Ein neuer Tag vollbracht. Heier machen. Den dicken Wanz ins Bett bewegen. Wieder aufstehen. Wieder anziehen. Wieder mit der Frau reden. Guck mal, die Miezekatz. Und wieder ins Büro. Vier mal zwei sind 8, 7 mal 3 sind 1. Geh doch mal runter. 5 mal 8 sind 40. 4 mal 4 sind 16. Wir müssen uns um 4. 4 mal 4 sind 16. 9 mal 6 sind 3. 3 durch 3 sind 1. Vote for another party. Nummer 2007 mal 3021. 3 mal 6 sind 18. 3 mal 6 sind 18. Was war denn da jetzt falsch dran? 7 minus 4 sind 3. Ich habe das Falsches garantiert schon wieder eingegeben. Mann, ey. Was? 12. 9 mal 18, 72 durch 6 sind 12. 1, 2. 36 minus 9 sind 7 und 20. Mann! Wieder mit der Frau reden und täglich grüßt das Murmeltier.
weiter. Anziehen. Wieder mit der Frau reden. Und ab zur Arbeit. +9 = 23. 9 × 5 = 5 = 25. 3 × 9 + 3 = 12. 2 + 4 = 6. 16 × 4 = 4. 3 × 6 = 18 − 4 = 14. Die haben wir alle noch nicht, Schmieds. Wie gesagt, die wurden mal aus. Wir hatten die doch mal drin vor, ich glaube, 3, 4 Wochen oder was. Die haben wir alle nicht. Erinnerst du dich, wo die Zahlen da waren? 1, 3, 6 und so weiter. Die siehst du mit Sicherheit auch. Aber ich sehe die nicht und deswegen, anscheinend bist du die Einzige, die die jetzt schon hat. Oder diejenigen, die sie auch schon haben, sehen sich. Lad mal neu. Also ich sehe sie noch nicht. Ne, bei mir sind sie noch nicht drin. Vielleicht sieht die Kara oder irgendjemand anders sie. Also ich sehe sie noch nicht. Bei mir steht dann Surrender und was weiß ich was. Ich habe den Channel jetzt extra mal neu geladen. Also ich sehe sie noch nicht drin. Menno will die neuen auch haben. Da war nämlich Subhype drin und so weiter, ne? Ich guck mal gerade auf deren Twitter, ob da was steht. Aber normalerweise kündigen sie das an. Trovo Live, mal gucken. Nee. Da steht nichts auf dem Discord. Sehe ich jetzt nichts dazu, du. Dann kommen sie bestimmt im Laufe des Tages. +7 = 20. 3 × 6 = Was war? Alter! Punkt vor Strich! 3 × 6 = 18. Warum? Was mache ich denn da als falsch? Bin ich doof? Anscheinend bin ich ja doof, sonst wird es nicht falsch sein. 6 × 6 = 36 − 9 = 27. 7 × 3 = 21. 1 + 3 = 4. 4 × 7 = 28. Was? Alter. 2 × 3 = 6. 6 × 2 = 12. Das regt mich gerade voll auf.
Das regt mich gerade voll auf, ey. Ich merke aber auf jeden Fall, früher war ich im Kopfrechnen echt gut, dass ich langsam verkalke. Das ist jetzt ein dramatisches Zeichen, dass ich mal mehr wieder so Kopfdinge machen muss. Irre. Ich glaube, ich werde langsam blöde. So weit sind wir nämlich schon. Also, gefuttert und dann geht's wieder ab auf die Arbeit. Ich frage mich, was ich da als falsch mache. 36, 9 mal 4 sind 36, minus 9 sind immer noch 27. Sieben plus 18, 15 plus 4 sind 19. 8 mal 9 sind 72. 72 durch 4. 18. Oder? Sind 8. 6 plus 4 sind 10. Holy. Holy shit! 9 sind 4 plus 7 sind 11. 9 plus 4 sind 5. 5 mal 5 sind 25. 6 minus 2 sind 4. 4 mal 7 sind 28. Einmal 1 und 1, 1 durch 1 ist 1. 9 minus 6 sind 3, 3 durch 3 ist 1. 1 plus 1 sind 2, 2 durch 1 sind 2. Komm, lass mal einen Bonus springen. Guten Morgen, Kai. So, der dicke Ransen an den Kleiderschrank. Anzug angezogen. Mit dem Frauchen Frühstück gegessen. Guck mal, der Brudi vom Brudi ist auch da. Geilo. Ey, aufstehen. Die kleine Kara. Guck mal, die kleine Kara ist nicht süß. Da hat es noch keine blauen Haare. Ach, Kai. Die Kara hat gestern gesagt, sie zeigt uns nicht das Kleidchen. Da ist wohl wieder irgendwas falsch gelaufen. Hat sie wohl nicht richtig bestellt und Kram. Also wir werden das Kleidchen nicht sehen. Hätte sie auch nie gesagt, dass sie das zeigt. Thank you.
Anzeige ist raus, genau. Punkt vor Strich, ich depp. Mann! 72 durch 6 und 12. Jetzt weiß ich, was ich gerade falsch gemacht habe. Das war jetzt aber doof. Das war vermeidbar. 9 sind 4 plus 7 sind 11. 2 mal 2 sind 4. 4 mal 3 sind 12. 2 mal 2 sind 4. 9 minus 6 sind 9 minus 3 sind 6. Also ich denke, wir haben auch den Fehler gefunden und jetzt müsste Deep Rock Galactic laufen. Also sollte dem nichts im Wege stehen, dass wir das jetzt endlich mal problemlos spielen können, weil bei mir war UPnP im Router ausgestellt, dadurch, dass sie ihn resettet haben. Und das kann sein, dass das daran schuld war. Sehen wir das nächste Mal. 6 plus 4 sind 10. 3 mal 6 sind 18. 4 mal 7 sind 28. 3 mal 6 sind 18 plus 4 sind 22. 8 minus 4 sind 4, 4 plus 9 sind 13. 4 mal 7 sind 28. Hat doch nicht gezählt. Viermal 7 sind 28. Warum macht er als bei der 28 den Fehler? Ich check es nicht. Ja, ich hab's noch nicht probiert, das probiere ich dann mit euch aus das nächste Mal. Entweder wenn die Meets da ist und der Loris, können wir es später mal ausprobieren. Du musst ja dann eh, oder hast du frei heute? Nee, ne? Schon wieder viel zu weit runter. Wir haben nur noch $150, wenn ich jetzt 90 für Speeding abgezogen krieg. Aber eigentlich hätten wir doch eben einen Bonus kriegen müssen. Minus 9 sind immer noch 27. 6 minus 2 sind 4. 4 mal 7 sind 28. Mal gucken, ob es jetzt wieder nicht macht. Doch, 7, 7 mal 3 sind 21. 12 minus 9 sind 3. Was war das? 9 mal 4 sind 36 minus 18, 28. 3 mal 9 sind 27, 27 minus 9 sind. Jetzt hat es auch falsch genommen, das macht mich fertig heute. Ne, hat es richtig genommen, Gott sei Dank. 2 mal 2 sind 4 mal 2 sind 8, 9 minus 6 sind 3, 3 durch 3 sind 1, 8 mit 3 sind 5 mal 4 sind
40, 4 plus 7 sind 11. Was? 4 mal 4 sind 16. 3 mal 6 sind 18 plus 4 sind 22. Nein! Oh, jetzt vertipp ich mich! Ach Mann, ey! Was mache ich denn da hinten doof? Ja, wenn man sie zum 10., 20. Mal hört, denselben Loop, ist es nach einer Zeit nervig, ne? Hab ich auch schon gedacht, Schweine, die Musik geht mir, macht mich auch so ein bisschen aggro mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Gerade wenn ich mich noch doof an dem Rechner unten vertippe mit dem Steuerkreuz, kriege ich einen Plug. Das Unterbewusstsein reagiert ja auch mit. Das macht mich echt aggro dann, wenn ich sowieso unter Zeitdruck dann da oben blöd rumrechnen muss und die einfachsten zweite Klasse Schulaufgaben verballer. Dann die scheiß Musik im Hintergrund. Macht einem jetzt im sechsten Durchlauf schon ein bisschen aggro langsam. Das muss ich zugeben. Zumal ich das Spiel ja eigentlich schon hätte durchhaben können. Ich weiß nicht, warum das Weihnachts-Achievement nicht aufgepoppt ist. Drei plus drei sind 6, 6 mal 3 sind 18, 3 mal 3 sind 9, 9 mal 4 sind 36, 2 mal 2 sind 4, 9 plus 7 sind 16, durch 2 sind 8, 9 mal 3 sind 27, plus 2 sind 29, 9 durch 3 sind 3, plus 2 sind 5. Also, was denn? Acht durch zwei sind 4, 7 minus 4 sind 3. 3 mal 6 sind 18 plus 4 sind 22. Oh nein, jetzt wird 27 minus 9 sind 18. Einmal 1 ist 1, 1 durch 1. 8 plus 4 sind 12, minus 9 sind 3. 7 plus 7 sind 14, plus 9 sind 23. Mann, 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 Mann. Guck mal, die Sandy Candy ist da. Wie geil ist das denn? Was ist denn hier schon wieder auf Twitch passiert? Oh, Malak schon wieder. Mann, 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 Mann. Ja, Bonus, geilo, Bonus. Bonus ist immer gut. Müsste doch langsam eigentlich Weihnachten kommen. Voll doof, dass man nicht saven kann. Das
So, jetzt sind wir doch schon im Winter. Jetzt müssen wir langsam Richtung Weihnachtszeit vorkommen. Guck mal in unserem Glitzer-AMG, wie wir durch die Städte düsen, ne? Krass. Zwölf minus neun sind drei. 36 minus neun sind 27. Einmal eins und eins durch eins und eins. 27. 27 minus 3 sind 24. 2 plus 3 sind 5. 2 mal 3 sind 6, mal 2 sind 12. 2 mal 2 sind 4. 3 mal 7 sind 21. 3 mal 7 sind 21. 5 mal 8 sind 40. 21 plus 1 sind 22. 3 durch 3 ist 1. 2 plus 4 sind 6. So, ab in die Glitzer-AMG. Dann hocken wir uns... Ah ne, mit der können wir jetzt gar nicht reden, ne? Guck mal, wo ist denn die kleine Kara? Da läuft sie, da hat sie die Haare noch nicht blau gehabt. Krass, ne? Da hat sie aber auch das Kleidchen nicht an. Guck... Kai. Da hat das Coca-Cola-Kleidchen gar nicht an die Kara, ne? So, bewegen wir unseren dicken Ransen mal ins Bettchen. Machen Haya-Papaya. Anzug an, Pups gelassen, aufgestanden. An der Essenstisch mit dem lieben Frauchen und der kleinen Kara. Und dann geht's raus an die Arbeit. Und da ist auch der Weihnachtsbaum. Jetzt müsste es eigentlich, wenn es jetzt nicht triggert, werde ich aggro. Da ist sie, die Kara Natalia. In ihrem luftigen kleinen Sommerkleidchen. Es hat wieder nicht gepoppt. Was? Alter! Alter, wieso poppt das nicht auf? Ich konnte doch oben gar nichts wählen. Eigentlich müsste es hier aufpoppen. Was mache ich das denn jetzt falsch? Das hätte doch eigentlich... Mann, das geht mir gerade auf den Sack, ey. Wieso poppt das nicht auf, verdammt? You attended a Christmas party. Was ist denn da jetzt anders? Jetzt gucke ich nochmal das Video an. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Moin, Kelmi. Also, lass uns mal einen Blick aufs... You attended a Christmas party.
Merry Christmas. Das macht keinen Sinn so. Ich kann auch keinen Safe Game machen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das nochmal durchzuspielen. Danke, Kelmi. Geilo, ne? Habe ich mich auch voll gefreut. Vorgestern kam die Mail. Also ich schnall nicht, warum das Achievement nicht aufpoppt. Ich weiß nicht, was ich jetzt falsch mache. Attended a Christmas Party. Aber wir sind doch hier auf der Christmas Party. Warum ist es nicht aufgepoppt? Das ist jetzt sehr merkwürdig. Irgendwas muss ich in dem vorherigen anders gemacht haben. Das macht mich jetzt fertig. Ich wüsste auch nicht, was ich lösungswegmäßig jetzt anders machen sollte. Mal schon mal das Video angucken. Wir haben 260. An dem Tag geht er nur raus. Wir haben hier gar keine Entscheidung getroffen am Weihnachtstag. Verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so. Hey Nubi, hey Lachs. So ihr Lieben, bis dann. Ja, auf jeden Fall, Kelmi. Es ist mal eine Option, ne? Also ich schnagel nicht, warum ich hier nicht weiterkomme. Das macht jetzt auch keinen Sinn, das jetzt nochmal durchzuspielen, solange ich nicht finde, wo der Fehler ist. Wir sind hier definitiv an Christmas angekommen. Mal gucken, wenn ich Main Menü und lade.
Ja, das ist der Weihnachtstag, 276. Und wir können draußen keine... Wir können draußen gar keine Entscheidung treffen. Wir gehen raus. Wir gehen raus, die labern. Looks like my holiday. Also hier müsste es eigentlich aufpoppen. Hier müsste es eigentlich aufpoppen. Es poppt nicht auf. Warum nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Lass mal nochmal in dem Video gucken. Was sind die Antworten denn andere da? Trip to the store cost. Also die Unterhaltung der zwei. Die Unterhaltung der zwei Männer da draußen ist definitiv eine andere. Breakfast for the Champions. Apropos Champions, der Dr. Disrespect ist wieder da und streamt so wie der Völle jetzt dann auch auf YouTube. Geil, ne? Irgendwie poppt es nicht auf. Ich mache jetzt mal ein New Game. Letzter Versuch, das lässt nämlich keine Ruhe. Hä? Hä? Also auf ein neues. Ah, nix, das mache ich. Mache ich heute Abend in Ruhe, da habe ich jetzt echt keinen Nerv mehr drauf. Da ich aber keine Lust habe, heute Abend die Twitch-Videos zurechtzuschneiden, machen wir jetzt einen klaren Cut, indem ich den Stream kurz beende, warte, bis die Twitch-Zeit vorbei ist, in der man das Video anknüpfen kann. Und kommen dann mit dem nächsten Spiel. Und zwar ist es dann was für den Wikinger Anchester Legacy. Also, ich bin gleich wieder da, ihr lieben Liebenden. Bis gleich.